Ja, Mahlzeit, meine lieben Angelfreunde. Ja, ihr seht schon, lange Route oder beziehungsweise, na doch, lange Route. Ja, aber heute geht es nicht um Stippen, sondern heute will ich mal ein bisschen auf Aal und Zander angeln. Mal gucken, ob es klappt. Wetter, naja, wie immer, wenn ich angeln gehe in letzter Zeit, von super Wetter, ihr seht es vielleicht an den Wolken, oft beschissen. Wir hoffen mal, dass es heute nicht gewittert. Ja, und ihr seht vielleicht schon, ja, als allererstes stippe ich mir mal ein paar Köderfische, weil ich will auf jeden Fall eine Rute mit Fischchen, oh, da beißt schon, eine Rute mit Fischchen auslegen und eine mit Wurm oder zwei mit Fischchen. Das werde ich mir noch überlegen. Mal gucken, ich werde auf jeden Fall diesen Buhnenkessel befischen und den anderen, also auf der anderen Seite, und mal gucken, ob vielleicht ein Zander oder ein Aal oder vielleicht ein anderer Raubfisch, vielleicht auf Wurm mal ein kleinerer Wels oder ein Döbel. Aber Hauptfischarten sind erstmal Aal und Zander. So, ihr zieht euch mal das Intro rein und ich stippe mir mal ein paar Fischchen. So Leute, Stippen war erfolgreich, jetzt werde ich mal meine Haken, ja, Montage zeige ich euch gleich, ist eigentlich nicht viel zu erklären. Ich werde heute völlig simpel angeln, zeige ich jetzt bloß mal, wie ich meinen Haken binde. Ich habe hier einen sogenannten Rider-Haken, mittlerweile weiß ich auch, wie die heißen, also habt ihr mir schön in die Kommentare geschrieben. Danke nochmal dafür, ich habe immer gesagt Zwillingshaken oder keine Ahnung, wie die heißen. Also, sogenannte Rider-Haken. Ja, hier habe ich eine 35 mm Monoschnur, so circa, würden die jetzt haben, 70, 80 cm, habe ich jetzt gar nicht so geguckt, habe ich einfach ein Stückchen abgezogen von der Rolle und fertig. Ja, die binde ich mir jetzt ganz einfach hier an Haken dran, dazu gehe ich einmal hier so durch, lasse das mal ein bisschen länger, da hält sich es besser, wickelt das dann hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mal rum, also so oft müsst ihr nicht, aber Minimum 7 mal. Na, komm doch her. So. Dann von hinten hier durch. Festziehen. Und schon habt ihr euren Haken gebunden. Also ich mache da auch kein Gummitube oder irgendwas drüber. Jetzt zieht euch einfach hier so ein bisschen. Also ich nehme so, ah, gut und gerne. Na, was wird denn das sein? Wenn es nicht sogar ein Meter ist. Also ich nehme da gerne ein bisschen mehr. Weil am Fluss, ja, spielen die Fische zwar nicht rum, aber kann mal sein, dass sie den hochheben und ich will den noch ein bisschen weiter weg von meinem Blei haben. Deswegen ruhig ein bisschen länger und außerdem kann das auch mal, da ich hier Geflechtschnurfische über einen Stein schürfen, da passiert nichts. Und ja, ist auch schönes weiches Material. Ist zwar eine 35er, aber ziemlich weich, so dass da kaum Widerstand entsteht. Hier am Fluss eh nicht so wichtig, also wenn hier ein Räuber kommt, der frisst das eigentlich. Ja, jetzt nehmt ihr einfach hier die Reste, schneidet die ab. Immer wichtig, nicht in der Landschaft rumfliegen lassen. Packt euch die schön in die Kiste oder einen Eimer, räumt sie zu Hause weg. So. Jetzt werde ich mir eine Grundel holen, die Grundel hier dran machen. Und also als Köderfisch habe ich Grundeln gefangen. Grundel hier dran machen und dann bringe ich die erste Rute schon raus. Ich werde allerdings auch, jetzt ist es ja noch hell, wir haben es jetzt gegen 18 Uhr, werde ich beide mit Köderfischen rausbringen, weil ich habe hier beim Stippen also ein Wurm 10 Millionen Gründeln. Also es macht jetzt überhaupt keinen Sinn, solange wie es hell ist, da irgendwo ein Würmchen hier ins Wasser zu hängen. Also kann ich glaube völlig knicken. Deswegen mache ich jetzt jeweils eine Gründel dran und werde mal gucken. Vielleicht geht ja tagsüber schon mal ein Zander oder ein großer Barsch. Also dürfte eigentlich funktionieren, bloß Würmchen, da habe ich nicht lange Freude dran. Da ist sofort eine Gründel am Haken oder der Wurm einfach weg. So, ich hole mal die Grundel und die beködern wir jetzt auch gleich mal. So Leute, haben wir mal so einen Quälgeist, also gibt es hier wie Sand am Meer. Weg da, du fette Hummel. Die kriegt jetzt eine drüber, also schön abschlagen. Und dann mache ich hier sauberen Kehlenschnitt. Zack, ist die tot. Und ja, dann können wir die quasi schon an den Haken hängen. Dazu nehme ich meine Ködernadel.
versuche es mal so ein bisschen zu zeigen. Gehe hier hinterm Kopf erstmal so gerade in das Fleisch rein und fahre dann durch den ganzen Körper durch und gehe so circa 5 mm hinter der Schwanzflosse raus. Dann ist die so schön aufgespießt. Nehmen wir dann meinen Haken. Hier hinten haben wir ja schön die Öse gebunden. Zack. Zieh die durch. Und dann seht ihr hier schon, beziehungsweise schiebe ich diesen Haken hier in das Loch und mache den mit diesen kleinen Haken. Ich sehe gerade, der Haken ist vielleicht ein bisschen groß für das kleine Fischchen, aber ja, den können wir schön reinziehen. Zieh den Zwillingshaken unten in das Fleisch, so dass der Haken richtig schön aggressiv steht und sich nicht verdrehen kann. Ich werde noch ein bisschen reinschieben, also ist wirklich etwas groß gewählt für das kleine Fischchen, aber sollte funktionieren. Ja, ein bisschen drin verstecken, so wird es schon gehen. Der Fisch kommt ja, nimmt den sich und ja, ihr seht das schon, also hing direkt am Finger. Also wenn der losrennt oder den hier einsaugt und am Fluss, machen die wirklich nicht so ein Federlesen wie am stehenden Gewässer, wo da der Zander ewig rumspielt und man nippt und man läuft. Und also im Fluss ist es eigentlich, wenn ihr hier einen Lauf habt, könnt ihr anschlagen, weil die Fische haben ja im Fließgewässer einfach keine Zeit zu überlegen, ob ich jetzt den Fisch fresse oder nicht, weil am Fluss durch die Strömung oder keine Ahnung was, ist der Fisch oder die Beute für den Fisch dann immer weg. Also am Fluss, so wie er läuft, klatscht an. Deswegen auch hier diese schönen Mücken. Diese schönen Reiterhaken. Also hier seht ihr es mal, so wie der irgendwo antippt, anschlagen, dann sitzt er eigentlich und in der Regel zieht hier der Fisch sich das direkt weg. So, jetzt holen wir mal die Rute. Dann zeige ich euch die Montage und dann können wir schon die erste Rute ausbringen und auf den Fisch hoffen. So, angeln wäre ich hier ganz locker und lässig vom Rutenständer, also gar nicht viel Heckmeck. Muss mal gucken, weil hier sehr viele Steine sind, ob ich ihn irgendwo reinkriege. Dürfte aber eigentlich kein Problem sein. Boah, bitte, steht bombenfest. Schalten wir ihn gleich an, da weiß man es nachher nicht. Schön leise hier vorne und hier oben auf dem Dach habe ich dann meine Funke liegen. Braucht aber nicht unbedingt. Könnt euch da auch einen Sektgurken einhängen mit einem Knicklicht drin und einfach gucken, wie sich bewegt. Und ja, ich habe die Dinger aber nur mal, darum nutze ich sie. Jetzt holen wir mal die Rute und das Fischchen. So, also Rute, weil es auch viele immer wieder interessiert, habe ich hier eine ganz normale alte Karpfenrute in 2 Lips oder 2,5 Lips, dann eine 4000er Freilaufrolle drauf, Geflechtschnur, glaube eine 22er, wenn mich nicht alles täuscht, also schon ein bisschen was mit Rückgrat, kann ja immer mal ein kleiner Wels oder was kommen und den will ich auch Paroli bieten und auch, wenn hier ein Fisch mal in die Strömung marschiert, will ich den auch da rauskämpfen. Ja, die ist 3,60 Meter lang, ich habe noch eine 3 Meter, die werde ich dann auf der anderen Seite nutzen, auch eine alte Karpfenrute und ja, Montage habe ich hier so einen ganz normalen Durchlauffiederboom, nicht abgestoppt nach oben, also freilaufen. Der Fisch könnte quasi Schnur nehmen, bis die Rolle zu Ende ist. Und weil hier auf der Seite sehr viele Klamotten sind und ja, ich mir die Buhnen auch halbwegs deswegen rausgesucht habe, die ist auch ein bisschen tiefer, weil da, wo Steine und so sind, da hält sich gerne mal der Aal auf, fische ich hier mit einem 80 Gramm Tiroler Hölzel. Das ist ganz einfach, wenn das an den Steinen irgendwo liegt, das könnt ihr halt immer wieder rausziehen. Ist halt besser, wie wir dann, wenn ihr da so ein normales Grundblei nehmt, das hängt sich fest und bleibt im E-Fall hängen. Positiver Nebeneffekt, das stellt sich ein bisschen auf, hält quasi meine Schnur auch ein bisschen vom rauen Untergrund fern. Und ja, das ist eigentlich die komplette Montage. Dann habe ich hier noch einen Wirbel davor geschalten mit einer Gummiperle, die den Knoten schützt. Und ja, mein Vorfach habe ich euch hier gerade gezeigt. Das hänge ich jetzt hier ganz einfach ein. Ziggy zacki. So, das ist eigentlich die komplette Montage. Also Fischchen habt ihr gesehen, Durchlaufblei, also überhaupt kein Hexenwerk. Da braucht doch keine alten Karpfruten. Meinetwegen könnt ihr da irgendwelche alten Teleskoprouten nehmen. Funktioniert alles. Bloß Wasser vernünftig haben sollt,
eine Rolle mit einer vernünftigen Bremse, die ein bisschen was abkommt, gute Schnur und vor allem gute Haken. Also nicht die teuersten Ruten kaufen und dann an Haken und Rolle sparen. Nee, nehmt da eine, also es muss jetzt auch nicht eine mega teure Rolle sein, aber die sollte schon ein bisschen Substanz bieten. Ja, das Ganze werde ich mir jetzt gar nicht so weit raushauen, sondern hier so in diesem Bereich, da kehrt sich die Strömung so ein bisschen um. Und ja, da habe ich auch die Grundeln gefangen, beziehungsweise die fängt man hier nicht mal überall. Also die sind wie der Aasgeier. Aber hier so in dem Bereich haue ich die rein. Hier ist auch so ein bisschen Sand. Und hier denke ich mal, kommen abends auch die Raubfische. Also hier geht auch direkt die Kante hoch, kommen abends die Raubfische und drücken hier rein, um sich die Grundeln wegzusnacken. Vielleicht habe ich ja jetzt tagsüber auch schon mal Glück auf einen schönen Barsch. Deswegen habe ich mir erstmal eine richtig schöne kleine Grundel genommen. Geht das Ganze raus. Oh ja, ist wirklich, so tief hätte ich es gar nicht vermutet. Aber ich habe es gerade in der Absinkphase gemerkt. Also die Buhne ist wirklich relativ tief. Kann gut sein, kann schlecht sein, wie alles beim Angeln. So, jetzt lege ich mir die hier einfach ab. Freilauf auf. Kontrolliert euren Freilauf immer noch mal vorher. Bevor die Route, also bevor ich von der Route wegbegebe, ein paar Meter, kann ja manchmal sein, dass die Bremse vom letzten Angeln noch so straff ist, dass wenn ihr einen Fisch reinrasiert, es euch einfach mal die Route ins Wasser zieht. So, jetzt hänge ich mir hier meinen Einhänger ein, dass ich auch eventuelle Fallbeuße sehe. Und ja, wie gesagt, dann ist die erste Route schon fertig und kann Fisch bringen. Kescher und alles ist aufgebaut, also kleinen Tipp nochmal. Beziehungsweise, ich habe schon ein paar Mal gesagt, baut den Kescher immer als erstes auf, bevor die Rute im Wasser liegt. Sicher ist sicher, ihr wisst nie, was passiert. Also ich habe es wirklich schon gehabt, Rute reingeworfen und ja, umgedreht lief sie schon. Muss jetzt hier nicht so sein, wird doch nicht passieren. Also denke mal, bevor es richtig dämmert, wird hier noch nichts richtig losgehen. Vielleicht ein Barsch oder mal ein Döbel, die snacken sich auch mal gerne so eine Grundel weg. Vielleicht auch mal eine Krabbe, die ein bisschen an der Schnur zuppt, aber viel mehr wird nicht passieren. Die Zander und Aale kommen in der Regel wirklich erst. Also Sonnenuntergang habe ich geguckt, soll so gegen 22 Uhr sein. Also kann ich jetzt nur bequem aufbauen. Die Ruten lege ich trotzdem schon, weil Fisch kann immer kommen. Aber ich kann dann bequem aufbauen. Wir haben es jetzt so 18 Uhr, war ich hier vielleicht 18:30 Uhr. Und ja, werden wir jetzt noch ein paar Grundeln stippen. Also ich hatte 4 oder 5 gestippt, habe auch nicht lange dazu gebraucht. Aber dachte, okay, bevor ich jetzt nur stippe mit einer Rute, kann ich eine schon mal rausbringen. Werden wir jetzt ein paar Köder noch stippen und ja, dann werde ich euch die zweite Montage zeigen. Ja, Leute, ihr werdet es nicht glauben, aber da hängt was. Also ich hatte mich wirklich gerade erst umgedreht. Das gibt's doch gar nicht. Da hängt der erste Aal. Leute. Oh, guckt euch an. Ich habe mich wirklich gerade erst umgedreht. Und was für eine geile Granate. Alter, den messen wir mal. Ich habe mich gerade erst umgedreht, Leute. Ich wollte gerade noch mal ein paar Grundeln stüppen. Da ging's los. Aal Nummer 1. Und das nach 10 Minuten. Leute, das kann heute noch richtig top werden. Oder das war's. Auf jeden Fall guckt euch mal diesen Granatenaal an. Wahnsinn. So, naja, Leute. Für 10 Minuten lief doch gar nicht mal schlecht. Richtig schöner fetter Aal. Richtig messen konnte ich den nicht, also mindestens 85. Hier das Ganze wieder raus. Ihr seht, völlig simple Montage, völlig simple Technik. Genauso gut hättet ihr jetzt da eine alte Pose oder sonst was einhängen können. Also wir brauchen nicht unbedingt so einen Funkbissanzeiger. Wichtig ist, dass er, ihr habt ja gesehen, also die Spitze ging bloß ein bisschen, hat wirklich sehr vorsichtig gebissen und ja, hab da auch wirklich nicht lange gewartet. Also wie ich es anfangs gesagt habe, also am Fluss entweder die Fische
legen dort los und fressen oder verhungern hier am Fluss. Also zweimal genippt, der Skimmer ging hoch, angeschlagen, gehangen und mit diesen Riderhaken, der verdreht sich nicht. Sicherlich habt ihr auch mal Fehlbisse, aber eigentlich hängen die so gut wie immer. Ausnahmen bestätigen die Regel. Und ihr habt gesehen, die Spitze ging 2-3 Mal. Ich dachte erst, okay, ist ein Krabbenbiss, aber ich schlag trotzdem an. Und ihr habt gesehen, war völlig richtig anzuschlagen. Aal hing. Ja, jetzt brauchen wir noch einen Zander und dann haben wir beide Zielfische erreicht. Ja, hätte ich nicht gedacht, dass jetzt im Hellen, aber ihr seht schon, mir läuft der Schweiß. Es ist zwar bewölkt, aber es ist richtig drückend, 30 Grad. Natürlich absolutes Aalwetter. So, jetzt muss ich mir aber noch ein paar Grundel stippen, weil wenn es zu weiter beißt, habe ich dann in 2 Stunden keine mehr. Leute, es beißt schon wieder. Ah, hängt nicht. Schade. Aber ich schlage lieber. Ah, hier, Krabbe. Leute. Mein schöner Haken fort. Ja, damit müsst ihr eben doch rechnen. Das sind dann Krabben. Schade, mein schöner Haken. Aber das ist halt so beim Elbeangeln. Damit muss man immer rechnen. Deswegen habe ich mir jetzt richtig viele Köderfische gestippt. Das Einzige, was mich ein bisschen... Ja, vielleicht seht ihr das da hinten. Da kommt schon wieder schwarz. Hoffen wir mal. Neulich hatte ich ja schon mal so dämliches Gewitter, dass es heute an mir vorbeizieht. Ansonsten, ja, mache ich frisch. Und dann können wir schon die zweite Rute rausbringen. Also gefühlt ist dort so ein Loch und da lasse ich ihn schön reinrutschen. Ja, in dem Loch ist natürlich auch Krabbe, so wie es gerade aussah. Oder vielleicht war so ein kleiner Hecht, kann auch möglich sein. Der killt die Schnur auch, obwohl es eigentlich 35er, ja, na gut, wenn sie mal dumm erwischen, ist es ruckzuck durch. Ansonsten ist eigentlich 35er Mono. Halbwegs Hecht sicher. Nicht komplett, aber ein kleiner Schniebelhecht. Den kriegt man schon mal raus damit. Aber das war hundertprozentig Krabbe. Also es ging ja die ganze Zeit wip, 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 wip. Und dann mal kurz richtig angeschlagen ab. Da wird die den schön, also die Schnur schön hier in der Schnauze gehabt haben und klack beim Anschlag. So, machen wir mal Route 2 fertig und hoffen, dass in der Zwischenzeit die Route nochmal abtrellert. Drückt mal die Daumen. So Leute, jetzt seht ihr mal die andere Seite, also die andere Buhne. Ja, wie gesagt, hier auch eine alte Karpfenrute, 4000er Freilaufrolle und ja, die Montage nahezu identisch oder beziehungsweise identisch, bis auf dass hier ein grüner Fiederboom dran ist, da drüben ein schwarzer, tut aber nichts zur Sache. Hier auch ein 80 Gramm Tiroler Hölzchen, 35er Vorfachmaterial und eine schöne abgekehlte Grundel. Hier habe ich den Haken auch wieder so schön in die Grundel reingezogen. Ja, das Ganze werde ich hier in der Ecke fischen, genau wie die Rute da drüben, so dass ich, wenn ich oben sitze, zu jeder Rute nur 5 Meter, wenn überhaupt, also 5 Meter höchstens entfernt bin. So, auch Rutenständer hier hin. Dann geht das Ganze auch direkt mitten in die Buhne hier. Oh, die fällt auch richtig schön tief ab. Ja, liege ich schön an der Kante. Freilauf auf. Pieper an. Also die Pieper macht das immer so. Die stelle ich mir relativ leise an der Rute. Und ich habe ja Funkpieper. Und an der Funke mache ich es halt so, dass ich es höre, weil ich will so wenig wie möglich Lärm auf den Angelplatz bringen.
manchmal habe ich schon das Gefühl gehabt, durchs Piepen sind die Fische weg. Also es hat gepiept, bis weg, bis vorbei. Und ja, ihr müsst natürlich nicht unbedingt mit Bissanzeiger arbeiten. Ich sitze hier wirklich in der Mitte. Entschuldigung, wenn es da noch ein bisschen wüst aussieht. Wie gesagt, ich habe erstmal aufgebaut. Also hier 5 Meter zu der Route, 5 Meter zu der anderen Route. Also könnt ihr rein theoretisch auch beobachten. Oder halt normalen Bissanzeiger, ganz leise hört man ja auch. Bin ich weit weg von Routen, darf man auch nicht sein. Mit der Wolke da, vielleicht seht ihr sie, die dunkle, habe ich vielleicht Glück. Die scheint an mir vorbeizuziehen. Es ist auch kein Regen gemeldet, so dass ich hoffentlich heute endlich mal bis um 1 durchhalten kann. Die letzten paar Male, immer wenn ich an der Elbe war, oder beziehungsweise habt ihr gesehen im letzten Film, ja, war das Wetter nicht so berauschend, also ging dann immer und Gewitter, also Regen lasse ich mir noch gefallen, Wind auch, aber so wie da Blitze sind, ich habe es im letzten Film schon mal gesagt, guckt euch mal hier an, den Buhnenkopf, da ist nichts weiter ringsrum und ihr steht hier vielleicht mit der Rute auf dem Buhnenkopf und da kracht ein Blitz rein, da brauchen wir nicht mehr drüber reden, was passiert, da geht es euch so wie den Schwan. Ja, ist nicht lustig, aber ja, nur mal so als, oh, weiter, hat gesehen, da drüben meine Rute, ich werde euch mal in Position bringen. Also geht schon wieder schön die Spitze hoch und runter. Vielleicht hängt er gleich direkt der nächste Aal. Drückt mal die Daumen. Wie ich es gerade gesagt habe, da scheint es steil zu sein. Und immer wichtig, lauft an Angelplatz immer langsam ran. Versucht so wenig wie möglich zu stauchen. Weil durch diese Druckwellen kann sein, dass er den Fisch verscheucht. So, gucken wir mal, was jetzt hier durch, also was passiert. Schnur hängt auf jeden Fall durch. Mein Fallbissanzeiger ist komplett unten. Aber wenn die Spitze jetzt geht, dann gibt es einen Anhieb. Jetzt ist aber erstmal Ruhe. Ja, wie gesagt, mit Krabbenbewegung ist hier auch mit zu rechnen. Ihr habt vor uns gesehen, da war es keine Krabbe. So, kaum bin ich unten, hat es aufgehört mit Piepen, war vielleicht doch schon zu laut, das Ranlaufen, gerade hier durch die Steinpackung, also da kommt die Vibration wirklich direkt unten im Wasser an. Aber ich sehe schon, es ist noch Bewegung. Ah, nix. Schade. Ja, wie gesagt, ihr müsst anschlagen, hier zwischen den Steinpackungen, wenn da ein Aal kommt, kriegt ihr den nicht mehr da raus, also wie es bewegt. Kloppe ich da an, habe ich am Anfang ja gesagt. Ich warte da nicht, bis der läuft. Also gerade hier, durch die Jahre, die ich nun auch schon an der Elbe angle, anfangs habe ich wirklich viele Aale in den Steinpackungen verloren. Und ja, ich finde es besser, da mal ins Leere zu hauen, wie dort irgendwo ein Aal vielleicht mit Schnur eingewickelt in der Steinpackung hängen zu lassen. Deswegen anschlagen. Ja, ist ab und zu mal daneben, aber wenn die Aale am Platz sind, dann kommen die auch noch mal. So, hoffen wir mal, dass jetzt noch mal einer kommt. Vielleicht war so eine Krabbe, weiß man nicht. Dann wäre es eh gut gewesen, dass ich der den Köder vom Mund wegziehe, weil, ja, das habt ihr vor uns gesehen, die kneipen auch gleich mal einen Haken weg. So, jetzt mache ich aber mal wirklich ein bisschen Ordnung hier. So Leute, also vom Dunkel her könnte man denken, ist schon glatt um 9 Uhr, aber ihr habt gesehen, ich bin wirklich gerade anderthalb Stunden hier, habe jetzt alles zusammengeräumt und sieht jetzt doch nach Gewitter aus. Drückt mal die Daumen, dass es nicht so ist und dass hier noch was beißt. Also da hinten kommt es zwar wieder hell, aber ich habe schon Angst, dass ich hier gleich wieder einpacken muss. Naja, trotzdem erstmal einen Aal gefangen. Ich haare auf jeden Fall aus. Also wenn es Regen interessiert mich nicht, habe einen Schirm mit, habe auch eine Gummijacke mit. Aber wenn es blitzt, bin ich hier verschwunden. Und bis jetzt blitzt ringsrum noch nichts. Ja, hoffen wir mal, dass es so bleibt.
und dass wir hier ein paar schöne Aale und Sander fangen. Ja, Leute, da haben wir Aal Nummer 2. Boah, wieder so eine Granate. Geil. Leute, guckt ihn euch an. Mega cool. Den messen wir jetzt mal richtig. Naja, ein bisschen kleiner wie der andere. 10 cm kleiner. Schöne 75, aber auch schön fett. Geil. Ja, Leute, so schnell kann es gehen. Nichts mit. Ab um 11 beißen die Aale. Also wenn sie dann mal da sind, scheinen sie ja auch im Hellen zu beißen. Ja, ich mache mir gleich ein Fischchen frisch. Das hat er sich genommen, oder besser gesagt, das wird er runtergeschüttelt haben. Ja, tipptopp Biss. Also der war jetzt nicht wie der andere, hat ja so genüppt. Also der muss, keine Ahnung, ob hier keine Steinpackung ist. Also ich war gerade noch so ein bisschen beim Zusammenräumen und ein bisschen Drohne fliegen. Ja, da rasselt auf immer die Rute ab. Und ich hätte eigentlich gedacht, also vom Laufverhalten, ja, dass es kein Aal ist, sondern vielleicht ein kleiner Wels. Da drüben piept es übrigens auch schon wieder. Ein kleiner Wels oder halt wirklich schon der erste Zander. Aber ne, Aal scheint zu laufen. Kann natürlich sein, dass die, deswegen fische ich eigentlich auch so ziemlich immer in zwei verschiedenen Buhnen, dass die durch die Buhnen hier ziehen, hoch und runter. Und ja, dass es nachher genau umgedreht ist, dass quasi die nachher die Strömung lenken. Naja, das, ich will eigentlich auch nicht sagen, weil da hinten piept es schon wieder und die Spitze geht auch schon wieder. Also was ich eigentlich sagen wollte, ist, das kann sein, dass die von Buhne zu Buhne ziehen und das nachher erst dir abläuft, hier ein Aal vielleicht dran hängt oder irgendwas beißt und dann bei der anderen. Aber graue Theorie, weil ja, wenn ich darüber gucke, sehe ich die Spitze und es piept doch andauernd. Also muss ich hier mal ein bisschen zügig machen, dass ich mein Köder hier rauskriege. Vielleicht seht ihr da hinten noch, es kommt hell, also diese olle hässliche Wolke, die scheint vorbeizuziehen. So, gleiche Stelle, gleiche Welle. Zack. Bisschen weit rauswerfen. Und dann lasse ich das jetzt schön in die Gule sacken. Das war nicht nur eine, ja, also das merkt man richtig schön. Da hinten ist so wie eine Sandbank. Und jetzt habe ich die nochmal angezogen. Also dass die Rollerhölzchen nochmal kurz angezogen. Und dann merkt man dann richtig, wie es danach in so eine Gule fällt. Ja, und da sind die Aale scheinbar lang gekrochen. So, hängen wir alles wieder ein. Freilauf auf. Kann der nächste Fisch kommen. Geil, vielleicht wird es noch ein Aal, vielleicht wird es ein Zander. Vielleicht hat es auch gut begonnen oder stark begonnen und lässt stark nach. Aber ich bin erstmal mega happy, dass es jetzt ist es ca. gegen um 8 schon mit 2 Aalen geklappt hat. Herrlich, was soll ich dazu sagen? Geil! Fisch im Drill. Oder auch Krabbe im Drill. Ja. Die ärgern mich schon die ganze Zeit. Da hat sie noch mein Fischchen im Maul.
Ah, ich dachte wirklich ein Fisch. Naja, Mistviecher. Die haben mir schon ganz schön viele Fische vom Haken geklaut. Aber jetzt dachte ich, okay, ist ein Fisch. Und ihr seht, die Haken sind so scharf, dass selbst die Krabben hängen bleiben. Naja, frisch machen und wieder raus und hoffen, dass es anstatt Krabbe dann mal Fisch ist. Petri, trotz Krabbe. So, meine lieben Angelfreunde, wie ihr unschwer erkennen könnt, habe ich die Ruten auf dem Rücken. Ja, mach mal das Licht aus hier, da seht ihr mich besser. Ja, würde sagen, es war doch ein erfolgreicher Angeltag. Zwei schöne Aale konnte ich fangen. Ja, jetzt habe ich eingepackt. Nicht, weil es zu spät ist oder ich keine Lust mehr habe, sondern ja, ich habe einfach keine Köder mehr. Die Krabben, die haben so dermaßen zugeschlagen, dass jetzt meine Grundeln, die ich gefangen habe, alle sind. Und ja, vielleicht seht ihr es da hinten. Also wir haben auch einen wunderschönen Vollmond. Also wie ich schon gesagt habe, so gut wie es angefangen hat. Nee, stark angefangen, stark nachgelassen. Ja, ich hatte noch ein paar richtige Läufe. Also das waren definitiv keine Krabben. Aber ja, hing irgendwie nicht. So ist es halt manchmal. Und ja, vielleicht waren es kleinere Fische oder keine Ahnung. Vielleicht waren es auch mal ein paar Barsche, die rumgezuppelt haben. Ja, wie gesagt, seit es dunkel ist, habe ich nur noch zu tun mit Krabben. Also die scheinen dann rausgekommen zu sein und ja, haben sich meine Grundeln schmecken lassen, die ich mir als Köder gefangen habe. Und das nächste Mal muss ich definitiv mehr fangen. Heute hatte ich nicht so viel Zeit, also ich bin ja erst 18 Uhr hier angerückt. Aber nächste Woche habe ich Urlaub, da werden wir der Sache Aal und Zander am Fluss auf jeden Fall nochmal richtig auf den Sack gehen. Also da will ich auch mal wieder einen Zander am Fluss fangen und ja, seid ihr dann auf jeden Fall mit dabei. Und wenn euch der Film gefallen hat, vergesst einen Daumen nach oben nicht. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall wieder, wenn es heißt, das ist Angeln. Also, macht's gut!